Ist die echte Pandemie. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ich liebe euch und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches wild wird. Das Video heißt Pädophilie ist die echte Pandemie, Ausrufezeichen. Von News, ja. Und das ist eine Sache, die ans Herz geht, die auch verstörend sein kann, aber auch sehr, sehr wichtig ist gleichzeitig. Weil ich finde persönlich, dass wir uns diesem Thema annehmen müssen und vor allen Dingen auch auf die Dinge aufmerksam machen müssen, weil die Kinder sonst keine Lobby haben und sich keiner darum kümmert und keiner darüber redet und alle sich davon fernhalten, weil es auch ein unangenehmes Thema ist. Aber solange das so ist, umso mehr Kindern wird auch Scheißdreck passieren. Umso weniger Menschen in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür haben, umso freier können diese abgefuckten, ekelhaften, gestörten Menschen agieren, weißt du? Und das müssen wir ändern. Deswegen gehen wir da rein ins Video. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Liebe geht raus. Und los. Katastrophale Zustände in unserem Land. Ein 52-jähriger Staatsanwalt vergewaltigt seinen 8-jährigen Sohn und bekommt dafür eine Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren. Digga, Alter. Bruder, eine Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren, Digga. Dieser Mann hat kein Recht mehr, noch normal innerhalb der Gesellschaft zu leben, meiner Meinung nach. In was für einem Land leben wir, Digi? Was sind das für Gesetze, Bro? Aber es ist kein Wunder. Vor nicht allzu langer Zeit wurden Kinder zu Pädophilen gegeben vom Staat. Wir haben eine Partei in der Regierung jetzt gerade sitzen, die noch vor nicht allzu langer Zeit gefordert hat, dass Sex mit Kindern legalisiert wird, so. Das müsst ihr euch mal bewusst machen, Digga, wenn ihr die Scheiße noch verteidigt. Auch an alle Leute, die immer auf mich reagieren und so. Diese ganzen systemkonformen NPCs, die Agenten der Matrix sind und versuchen, das System aufrechtzuerhalten mit ihren komischen Reactions und Videos so. Macht euch darüber mal Gedanken, was ihr im Endeffekt auch damit unterstützt. So. Ja, Kelp. Gründung. Sorry, aber bei dem Thema Kinder und so, Digga, da bin ich, ich liebe Kinder. Weißt du, ich will selber viele Kinder haben und das Bedürfnis ist immer größer. Die Tat sei als dysfunktionale Bewältigungsstrategie zu verstehen. Der Mann habe beruflich unter Druck gestanden und die Ehe sei am Ende gewesen. Ah jo, Digga, das ist jetzt die Ausrede. Gewaltsame Missbrauch des Sohnes gab ihm für einen Moment das Machtgefühl zurück. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Das hat echt ein Gericht so geschrieben. Achtung, Triggerwarnung. Heute sprechen wir bei Gio und... Ist schon zu spät. Trigger ist schon da. ...über ein Thema, das in Deutschland immer noch viel zu wenig Öffentlichkeit bekommt. Und zwar Facts. Der Kampf gegen Facts. Sexualisierte Gewalt an Kindern. Denn die echte Pandemie ist Pädophilie. Und los. Und los. Hat sich... Das hat... Dings. Das hat mich an mich erinnert gerade, das und los. Laut dem Bundeslagebild zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder wurden 2022 rund 17.168 Kinder unter 14 Jahren zu Opfern sexuellen Missbrauchs. Und das ist eine Dunkelziffer. In der Pressemitteilung steht, darunter sind häufig auch sehr junge Kinder. Wie die Daten zeigen, haben die Polizistinnen und Polizisten in fast jedem 7. Fall Opfer identifiziert, die noch nicht das 6. Lebensjahr erreicht haben. Das Digga, das kannst du dir doch nicht über... Bruder, was ist mit Menschen passiert, dass sie so ekelhaft sind, ja? Wie geht das, Mann? Ich schwöre dir, Alter. TheJohnny56, ich küsse dein Herz. Danke für deinen Support. Danke für deinen Prime, Man. Liebe geht raus. Nächste Lebensjahr. Wo ist der Aufschrei? Wo sind die vielen protestierenden Menschen, die gegen Urteile wie das, was ich gerade genannt habe, und für die Prävention von Kindesmissbrauch auf die Straße gehen? Ha? Naja, wir müssen lieber entweder gegen rechts auf die Straße gehen oder AfD supporten und Anti-Migranten sein. Das ist wichtiger. Weißt du, wie ich meine? Dieser Konflikt ist wichtiger, als dass unsere Kinder täglich vergewaltigt, getötet, verschwinden, sexuell missbraucht werden sollen. Was ist das für eine Scheiße, Bro? Eigentlich müssten wir diese ganzen Diskussionen, die wir innerhalb der Gesellschaft haben, rechts, links, schwarz, weiß, geimpft, nicht geimpft, alle beiseite legen und nur noch dafür kämpfen. So. Das macht wirklich Sinn, wenigstens. Weißt du? Wo doch ausgerechnet Kinder als verletzliche und schutzbedürftige Gruppe keine Lobby haben, wie wir wissen. Es gibt keinen Aufschrei. Pädophilie und Kindesmissbrauch. Oder für LGBTQ, hast du noch vergessen? Ja, ich schwöre dir, Bro. Was auch meiner Meinung nach mit ein Schlupfloch ist, wo diese ganzen... Wo die Menschen sich auch mit rein verstecken, so quasi, die auch diese ekelhaften Tendenzen haben, diese unmenschlichen, teuflischen...
Bruder, so, weißt du, das ist ja schon rausgekommen, dass die auch Teil von dieser LGBTQ-Community werden wollen. Und dass diese ganze LGBTQ-Entwicklung auch dafür sorgt, dass Kinder immer früher sexualisiert werden. Wer hat denn dann einen Vorteil davon? Welcher Bastard hat einen Vorteil davon, wenn Kinder immer früher sexualisiert werden und wenn Sexualität bei Kindern immer mehr eine Rolle spielt? So, müsst ihr mal euch einfach mal ganz normal und logisch überlegen. Wer fühlt das, Digga, gerade? Weißt du? Kaum öffentlich verhandelt. Ganz im Gegenteil sogar. Menschen wie Jan Böhmermann ziehen sie ins Lächerliche und sexuelle Früherziehung steht jetzt überall auf der Agenda. So. Kindern Sexualität beibringen. Klingt kriminell? Ist es meiner Meinung nach auch. Hier Facts. Auszug aus den Standards für die Sexualaufklärung in Europa der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Warte mal kurz, ich muss mal mich ein bisschen hier runterschrauben wieder. Schraube drunter, man. Und der WHO. Hier zum Beispiel steht, für Kinder von 0 bis 4 Jahren, die sexuelle Entwicklung der Kinder beginnt mit der Geburt. Und dann zwei Sätze weiter, also thematisch offensichtlich verknüpft, es ist sehr wichtig, das Baby zu streicheln und mit ihm zu schmusen. Wie bitte? Digga. Oder hier, Kinder von 4 bis 6 Jahren. Die Erforschung des eigenen Körpers und des Körpers anderer Menschen drückt sich eher spielerisch aus, in Klammern sexuelle Spiele. Digga. Bruv, das sind offizielle Bücher, ne? Von Pro Familia und so ein Scheiß. Werden empfohlen an Kindergärten, Schulen, Kitas und so. Laut diesem Ratgeber sollen... Fuck, Digga, Bild oben war doch besser, ne? ...im Alter von 0 bis 4 Jahren über das, Zitat, Vergnügen und die Lust, den eigenen Körper zu berühren, also über frühkindliche Masturbation, aufgeklärt werden. What? Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren sollen über Sex in den Medien, auch im Internet, aufgeklärt werden. Außerdem über... Von wem? Von wem? Von irgend... Masturbation? Wir haben da vorhin lange drüber geredet, so. Dass wir unsere Kinder auch in Hände geben, so in die Schulen, in die Kitas, in die Kindergärten und so, von Menschen, die wir nicht mal wirklich kennen, so gar nicht wissen, was deren Moral, was deren Werte und so. Wie setzen die diese Sachen um, die jetzt empfohlen werden von Wissenschaft und von Politik und so? Deswegen, also ich habe kein sicheres Gefühl dabei, mein Kind in Hände zu geben von Menschen, die ich persönlich nicht kenne, wo ich keine Kontrolle habe heutzutage. Ist einfach so. Wir müssen unsere Kinder protecten auf allen Ebenen. So. Selbststimulierung und Geschlechtsverkehr. Und dieser Leitfaden zum systematischen Missbrauch an Kindern soll nun also als Rahmenkonzept für sämtliche deutsche Bildungseinrichtungen gelten. Grüße gehen raus an Karl Lauterbach. Hören Sie auf, Kinder zu sexualisieren. Und übrigens, gar nicht so lustiger Funfact am Rande. Dieser Leitfaden des Bundesministeriums für gesundheitliche Aufklärung ist stark beeinflusst von der Idee der Sexualpädagogik der Vielfalt. Da geht's mal, jetzt geht's rund. Die stand sogar lange auf der Literaturliste des Ministeriums. Die Sexualpädagogik der Vielfalt wiederum wurde im deutschsprachigen Raum maßgeblich etabliert. Kentler, oder? Von Uwe Sielert. Ah, nee, doch nicht. Aber das sind dieselben Strukturen. So, das sind dieselben noch Strukturen, die damals auch Kentler experimenttechnisch und so, das sind die Ursprünge davon. Ich zitiere aus seinem Wikipedia-Eintrag, sobald auch Kleinkinder diese Sexualität mit Erwachsenen bejahen, verschaffe die beiden Lebensenergie und Lebensfreude. Und das können Kleinkinder also schon im Alter von 4 Jahren. Okay, nicht schlecht. Es wird aber sogar noch besser. Dieser Uwe Sielert pflegte eine enge Beziehung zu, Achtung, Helmut Kentler. Er sah ihn als väterlichen Freund an. Tja, und falls ihr nicht wisst, wer Helmut Kentler war, bleibt unbedingt dran, darauf komme ich noch zurück und da wird's richtig pikant. Da wird's richtig eklig. Wenn man diese ganzen Zusammenhänge nämlich versteht, dann überrascht es einen auch nicht, wenn eine LGBT-Kita gegründet werden soll, in dessen... ein Pädophiler sitzt. Schöne neue Welt. Nicht. Wobei, die Taz findet, dass man das bitte alles nicht so eng sehen sollte. Aha. Es überrascht einen dann auch übrigens nicht mehr, dass wahnwitzige Ideen wie Masturbations- oder Körpererkundungsräume in Kitas... Digga, was ist das, Bro? Ich frag mich, wie das in anderen Teilen der Welt aussieht, so. Reden wir nur in Deutschland über so eine Scheiße?
mit diesen Masturbationsräumen und diese ganzen Sachen so. Also ich glaube leider, also das sagt man ja auch, Deutschland ist ein Paradies für Pädophile, Bro. So. Fuck, Digga. Das ist traurig, wirklich. Sorry, ey, das ist einfach traurig. Pilze aus dem Boden sprießen. Auch das hält die Taz aber übrigens für eine gute Idee. Aha. Leute, Hand aufs Herz. Wir alle sollten mehr als beunruhigt sein, wenn sich erwachsene Menschen mit einer vermeintlichen Sexualität unserer Kinder beschäftigen. Wer kann sich bitte dieses Video, was ich euch jetzt hier zeige, anschauen, ohne sich dabei übergeben zu wollen? Ich sehe, wie das Kind beispielsweise im Morgenkreis oder was weiß ich, reibt und sich erregt und auch Lust empfindet. Jetzt. Guck mal, wie der lacht, der Hurensohn, Digga. Ich schwöre dir, Bro. Herausgefordert, was mache ich denn dann? Da begegnen sich zwei Kinder gleichen Alters auf einen. Die haben sich zurückgezogen und spielen gegenseitig an ihren Genitalen. Und sind lustvoll, freudig, vielleicht sogar erregt. Was gehört möglicherweise in die Konzeption einer jeden Kita zum Thema Sexualität im Kindergarten? Unterbinden, ja, Maniak! Einfach nur ekelhaft. Kinder werden... Bruder, Digga, das ist verstörend, sein Vater. ...zunehmend bewusst sexualisiert. Wie zum Beispiel bei dieser Pride Parade hier in Spanien. Ja, aber nur Kinder. Guck's dir an, Digga, guck's dir an, Bro. Die machen unsere Kinder kaputt, Bruder, ja, die machen das... Digga. Das ist so ekelhaft, Bro, das ist so ekelhaft. Kleine Kinder, Digi. Werden sexualisiert, Bruder. Euch ganz ehrlich, ist das gruselig oder ist das schon kriminell? Kommen wir mal zu. Kriminell, Bruder, das muss das darf gar nicht legal sein. Welche erwachsenen Menschen sowas zulassen, die müssen, Bro. Ich will es gar nicht sagen. Ich will Wusa, so wie Miriam gesagt hat. In Einordnung. Die Frühsexualisierung, ich meine natürlich sexuelle Früherziehung von Kindern, ist nämlich überhaupt kein neues Phänomen. Das alles gab es schon mal während der Zeit der sexuellen Revolution der 68er. Das war übrigens auch die Zeit, in der großflächig schwerer sexueller Kindesmissbrauch in Institutionen teils offen praktiziert wurde. In der Odenwaldschule zum Beispiel, den Otto-Mühe-Kommunen, bei den grünen Stadtindianern oder aber auch im Rahmen des Kentler-Experiments. Wir erinnern uns. Kentler, väterlicher Freund von Uwe Sielert, der die heute so weitreichend beliebte Theorie der Sexualpädagogik der Vielfalt etabliert hat und damit Einzug in Digga, ekelhaft, ja. Schulen und Kindergärten unseres Landes gehalten hat. Yay! Okay, kurze Erklärung, was genau das Kentler-Experiment war. Helmut Kentler war ein deutscher Psychologe und Sexualwissenschaftler. In den 60er Jahren sorgte er dafür, dass Kinder und Jugendliche von Jugendämtern gezielt an vorbestrafte pädosexuelle Männer zur Pflege vermittelt wurden. Kentler glaubte, dass gerade Sexualstraftäter besonders gut dazu geeignet seien, sich um die Kinder zu kümmern. Mögliche sexuelle Übergriffe nahm er dabei nicht nur in Kauf, er glaubte sogar, dass diese sich positiv auf die Entwicklung der Jugendlichen auswirken könnten. Diese institutionelle Vermittlung von Kindern an Pädophile dauerte in Deutschland von 1960 bis 2001. Ganz schön heftig, oder? Und auch Kentler war, Überraschung, ein großer Fan der sexuellen Früherziehung. In the 1970s, Kentler wrote a popular book for parents who wanted to teach their pudding people about sex. Because, you know, that's totally normal. Seine Grundthese war, dass der Mensch Sexualität genauso lernen muss wie alles andere. Und das quasi von Geburt an. Also im Prinzip genau das, was heute im Konzept des BZGA steht. Tja. Von da bis zu tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Kindern ist es nur noch ein Katzensprung. Ich schwöre es so. Und, Überraschung, die Grünen sind gesprungen. Normal. In ihrem Grundsatzprogramm von 1980 haben... So, zieh's dir rein jetzt. ...die nämlich die Legalisierung von Sex zwischen Kindern und Erwachsenen offen gefordert. Wer wählt diese... Wer kann das wissen und diese Menschen wählen, ja? Wie geht das? Wie? Offen gefordert. Das Ganze war eine Spielwiese für pädophile Lobbyarbeit.
Die Grünen haben in ihren Anfängen eine Arbeitsgruppe Schwule, Päderasten und Transsexuelle, genannt Schwupp, unterstützt. Diese forderte die Straffreiheit von Sex mit Kindern. Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind und auf freier Vereinbarung beruhen. Gewaltfrei, freie Vereinbarung hat eine Bro! Bro! In Deutschland, Digi! Dazu schreibt der Kolumnist Klaus-Christian Malzahn 2013, Zitat, der Pädophilie-Skandal der alten Bundesrepublik trifft nicht die Grünen allein, aber er trifft die Grünen besonders hart, weil er die ganze Gründungsgeschichte, das heilige Öko-Narrativ der Partei in Frage stellt. Sehe ich absolut genauso. Man muss sich tatsächlich fragen, welche Interessen bei der Gründung der Partei im Vordergrund standen. Wenn man sich zum Beispiel Personen wie den jahrelangen Vorzeigegrün Daniel Cohn-Bendit anschaut. Ein Buch, das der ehemalige Kindergärtner 1975 geschrieben hat. Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu. C'est un jeu absolument. Ich wüsste, Digga, wenn du gerade vor mir sitzen würdest, Junge, ne? Wenn du gerade da, wenn ich dabei sitzen würde, Bro. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich möchte. Das war also Daniel Cohn-Bendit. Und genau dieser Typ saß bis 2014 für die Grünen im Europäischen Parlament. Und er bekommt auch sonst immer noch politische Plattformen. Bei der Taz zum Beispiel. Ist doch ein lustiger Zufall, weil doch die Taz auch das Konzept Pädophilie damals echt supi fand. Laut diesem Artikel war Stüben, Zitat, Mitglied einer Hamburger Päderastengruppe und Mitarbeiter der Taz und durfte sich mehrfach über seine sexuellen Erlebnisse mit Kindern verbreiten. Das nenne ich mal eine ziemlich, ziemlich dunkle Vergangenheit, liebe Taz. Viele der damaligen Pädo-Befürworter, wie zum Beispiel auch dieser Daniel Cohn-Bendit, entschuldigen ihre damalige Haltung mit dem Geist der sexuellen Befreiung der 68er. Das war halt einfach so. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Niemand, der bei gesundem Menschenverstand ist, kann sich vorstellen, sich an einem Kind zu vergehen. Das Facts! Nur, wenn man eine kranke pädophile Neigung hat. Mein Hurensohn ist. So. Teufelsbesessener, abgefuckter, das sind die Menschen, die bekämpft werden müssen, so. Das sind die Menschen, die der Blinddarm von der Gesellschaft sind und nicht die fucking Ungeimpften. Punkt. Und haben leider nicht wenige. Laut einer Studie von 2015 berichtet jeder 20. Mann von pädophilen Fantasien. What the Rund 1% aller Männer gilt laut Studien als pädophil. Das wären allein in Deutschland rund 250.000 Männer. Und wir lassen doch auch so einen Scheiß zu, Digga, wenn das verteufelt wäre in der Gesellschaft und wenn du immer verfickt nochmal mit Konsequenzen zu rechnen hast, wenn du überhaupt nur in die Richtung denkst, so, dann kannst du das schon im Keim ersticken. Aber wenn dann irgendwelche Sachen rauskommen, dass sich irgendeiner Kinderpornos reingezogen hat oder irgendeiner mit irgendwelche Andeutungen gemacht hat mit Kind und so ein Scheiß, Digga, dann und wir lassen das zu als Gesellschaft und lassen diese Menschen einfach noch teilhaben weiterhin. Ganz normal, als ob nichts gewesen wäre so. Dann sind wir dafür verantwortlich, wenn die Leute dann irgendwann ein Kind vergewaltigen. So. Psychologe in einem recht pädophilie-verharmlosenden Podcast des Deutschlandfunks selbst zugibt. Trotzdem, vermutet auch Christoph Ahlers, arbeiten viele Pädophile im Bildungsbereich und haben täglich Kontakt mit Kindern. Die sind gerne da, wo Kinder sind, weil die das gut finden und sich da wohlfühlen und nicht, weil sie ausnahmslos das sinistre Ansinnen haben, sich da ein Kind zu schnappen, um es zu missbrauchen. Oh, na Mensch, dann bin ich ja beruhigt. Nicht. So, meine Lieben, das war heute ein ziemlich intensives Thema. Das waren auch ganz schön viele Informationen. Aber ich musste das heute mal loswerden. Das, worum es mir geht, ist nämlich, dass die einzige Aufklärung, die unsere Kinder heute wirklich brauchen, ist, wie sie sich schützen können.
abgrenzen vor sexuellen Übergriffen. Genau so, Digga. Das ist das, was wir den Kindern eigentlich beibringen sollten und nicht, wie man sich selbst sexualisiert oder an sich rumspielt oder was auch immer, sondern wie man sich davor schützt, wenn irgend so ein erwachsener, kranker Mensch, Digga, was versucht oder die Anspielungen macht oder was auch immer so, weißt du? Missbrauch. Und vor allen Dingen muss das eigentlich auch in der Masse der Gesellschaft mal langsam ankommen, so dass wir, also Bro, wenn jeder zweite Erwachsene einfach den Scheiß auf dem Schirm hätte und Ausschau danach halten würde und Kinder beschützen würde, wenn er irgendwie sowas sieht oder was fühlt oder merkt oder so, dagegen arbeiten würde, dann würde viel weniger passieren, so. Aber nee, diese Themen werden totgeschwiegen. Bei diesen Themen wirst du gecancelt, Digga. Wenn du diese Themen laut ansprichst, so wie Carsten Stahl oder so, bist du ein unangenehmer Typ, will man dich nicht mehr einladen, hört man dir nicht mehr zu. Keiner aus dem Mainstream spricht diese Themen überhaupt an. Die halten alle ihre Schnauze, so. Dass die mal was posten, dass die mal darauf aufmerksam machen, kannst du auch vergessen, so. Das ist so extra bewusst so gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, auch vor Menschen, die in irgendwelchen hippen Szene-Kindergärten in Kuschelräumen Kleinkindern sexuelle Entfaltung beibringen wollen. Also. Der, das ist crazy, ich schwöre dir, dass die Gesellschaft zugelassen hat, dass unsere Gesellschaft zugelassen hat in Deutschland, dass es sowas wie eine LGBTQ-Kita in unserer Hauptstadt gibt, wo am Anfang ein Pädophiler im Vorstand saß, zeigt, in was für tiefen Abgründen wir als Gesellschaft und Land sind. So. Genau so ist es und nicht anders, Bro. Wie konnte das passieren? Wie geht das, Digga? Wie unmenschlich sind wir geworden? Wie sehr geben wir noch einen Fick darauf, wie es anderen Menschen geht so? Pell an alle meine Eltern da draußen, bitte, bitte seid wachsam und schützt eure Kinder. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei GeoUnzensiert. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschö mit Ö. Jo, Alter, tschö. Ich küsse dein Herz. Danke für die Aufklärung. Du hast ein bisschen meinen Mut kaputt gemacht, aber das kriegen wir schon gleich wieder hin. So, ja. Ja, Liebe geht raus, eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ist eine verstörende Geschichte, ich weiß, aber umso mehr Bewusstsein wir dafür schaffen und es auf dem Schirm haben und unsere Augen offen halten und bereit sind, auch für unsere Kinder einzustehen, umso besser ist es, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dagegen arbeiten können. Deswegen haben wir das gemacht jetzt. Liebe, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi. Für pädophile Gefühle kann niemand was. Das kann man nicht ändern. Es sind nur Gefühle. Solange man kein Kind missbraucht, ist man kein schlechter Mensch, nur weil man sowas fühlt. Bruderherz, doch. Sobald du sowas fühlst, musst du dich bestrafen und daran arbeiten, Digga. So. Damit du das nie wieder so fühlst. Das ist deine Aufgabe, Digga. Wenn du sowas fühlen solltest, da sofort gegenzukämpfen. Und das nicht schön zu reden und so, ist nicht schlimm, solange ich kein Kind vergewaltige, kann ich mir Kinderpornos reinziehen. Nee, kannst du nicht, Digga. So. Kannst du nicht? The fuck, Bro. Kommen irgendwelche Sorry, da drifte ich jetzt gerade ab. Da kommen die Emotionen raus. Kommen irgendwelche komischen Menschen hier im Chat, Digga, und erzählen mir, dass das normal ist und dass man nichts dafür kann. So. Du wurdest, dein Kopf wurde gefickt, du wurdest von irgendeiner Seite manipuliert, von irgendeiner Seite beeinflusst, du hast dir irgendeinen Scheiß reingezogen, du guckst dir wahrscheinlich jeden Tag Pornos an, wo dann an der Seite irgendwelche komischen Sachen angezeigt werden und hast dann vielleicht mal solche Gedanken und dann musst du sofort anfangen dagegen zu kämpfen und dich zu fragen, wo kommen diese Gedanken her? Was habe ich in meinem Leben zugelassen, dass ich überhaupt solche Gedanken entwickle? Was habe ich mir reingezogen? Welche Musik höre ich? Welche Medien ziehe ich mir rein? Welche Freunde habe ich in meiner Umgebung? Was esse ich jeden Tag? Guck alles an und frag dich, wo könnte das herkommen, dass mein Gehirn so eine scheiß Gedanken entwickelt so? Und wie könnte ich daran arbeiten, dass es nicht mehr passiert? So.